Moin Leute, was geht denn? Herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 22 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Und ja, Freunde, natürlich wichtiger Hinweis: am Dienstag um 19.30 Uhr gibt es den nächsten FIFA Mobile Livestream hier auf meinem Kanal. Dann auch erstmal der letzte, weil ich im Urlaub danach bin für 2 Wochen. Und genau, damit ihr so ja groben Plan habt, wie das jetzt ablaufen wird. Also am Dienstag aber nochmal ein schöner Stream, Freunde. Wir öffnen die ersten Packs im Tropical Tour Event. Das Summer Vacation Event ist auch noch mit am Start. Da gibt es auch noch ein paar Scouting Packs. Und ihr wisst ja, also da wird auf jeden Fall nochmal reingehauen. Und ja, Freunde, gestern kam auch das Video online, was alles free to play ist. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es nochmal unbedingt ab. Ist sehr, sehr wichtig. Da möchte ich mal kurz was korrigieren. Also, man kann ich hatte ja hier hinten beim Wellengang gesagt, dass wahrscheinlich ein, 97er Fabinho nicht Free-to-Play ist. Aber Freunde, es kann doch sein, dass er Free-to-Play möglich ist. Und zwar, wenn ihr halt wirklich nur hier links öffnet. Da, wenn ihr hier immer öffnet, dann sollte der, glaube ich, machbar sein. Und das Gleiche, da bin ich mir aber noch unsicher, das Gleiche mit Ederson. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob Ederson Free-to-Play möglich ist, gerade so, wenn man halt wirklich hier im Wellengang nur ganz links öffnet, damit man halt hier immer wieder einen Punkt bekommt. Und da, das hat ja damit halt zu tun, dass man dann halt umso mehr öffnen kann und umso mehr Punkte kann man sich ja noch hier holen. Also Fabinho, ja, das ist möglich, wenn ihr links macht, wenn ihr links öffnet, aber bei Ederson bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Also vielleicht klappt das mit ein paar Punkten nicht, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man sich den Pass dafür holen muss. Ja, da muss man nochmal schauen. Auf jeden Fall, Fabinho ist Free-to-Play möglich, wenn ihr hier nur links öffnet. Und ja, apropos Wellengang, Freunde, ich habe euch heute die Liste mitgebracht, Freunde, welche Spieler hier noch alle kommen werden. Ich blende euch jetzt mal hier ein. Könnt das Video pausieren, einen Screenshot von machen. Oder ihr merkt euch das einfach jetzt so, keine Ahnung, wie ihr es halt am besten möchtet. Da seht ihr jetzt noch die ganzen Spieler. Ich habe mir sie jetzt nicht gemerkt, ganz ehrlich. Aber halt für die Leute, die es interessiert, ist halt hier jetzt die Liste. Ich finde eigentlich Navas-Such am geilsten. Ich finde es schade, dass ich nicht bekomme. Gut, jetzt, wenn ihr das Video seht, ist er sowieso schon weg. Aber ja, gut, verkaufen kann man den Typen sowieso jetzt gerade nicht, ne? Weil der einfach, ja, der kostet ist 42 Millionen. Aber die Verkaufsmenge ist wahrscheinlich 99 plus. Das kann ich mir das vorstellen. Genau. Auf jeden Fall, ja, die Liste habt ihr gesehen. Macht gerne einen Screenshot, pausiert das Video, merkt es euch irgendwie. Ist auf jeden Fall eine ganz nice Sache. Und ja, Freunde, was auch eine richtig nice Sache ist, ist, dass ich bald meinen Kammerwinger bekomme. Es ist bald soweit. Genau, ich habe hier noch ein bisschen gespielt. Flaggen, es ist bald soweit, Freunde. Ich habe ihn bald. Mir fehlen jetzt noch knapp 4000 Punkte. Und dann habe ich den Kammerwinger und den werde ich so verkaufen. Mal gucken, was ich mir von den Münzen holen werde. Werde ich dann nochmal schauen. Der ist noch gute 40 Millionen wert, glaube ich. Ja, um die 40 Millionen. Speckt auf jeden Fall. Nimmt man auf jeden Fall gerne mit. Genau, und wie gesagt, das große Ziel ist aber Cech. Boah, wenn ich den bekomme, ne? Huiuiuiui, das wäre auch eine richtig geile Sache. Aber es ist wirklich möglich, Freunde. Es ist möglich, weil es geht noch 7 Tage. Gut, wenn ihr das Video seht, 6 Tage. Und wenn ich allein hier noch für dann 25k ausgebe, hätte ich hier 30k. Also das ist auf jeden Fall schon möglich. Und man muss ja mit berechnen, man kriegt ja Landespartien immer nochmal schöne Punkte. Man kriegt ja im neuen Event bei diesem Meilenstein 5000 Punkte, was auch sehr, sehr geil ist. Also Freunde, das ist, ich glaube, ich kriege wirklich einen Cech. Ich glaube, ich kriege hier wirklich einen Cech. Und das ist einfach nur geil, Freunde. Das ist einfach nur geil. Er kommt dann schön rein für Iker Casillas. Casillas wird dann verkauft. Dann habe ich so einen geilen Torwart hin. Ne? Boah, sehr geil. Dann halt nur noch ZM. Am besten halt Goretzka. LV kommt raus. Hier würde ich halt gerne. Ich habe mich noch nicht entschieden zwischen Utoz Hernandez oder Utoz Cancelo. Eigentlich würde ich sogar den hier eher nehmen. Eigentlich würde ich sogar Theo Hernandez nehmen. Gibt aber keine Verkaufsmenge aktuell. Ja, bei ihm gibt es eine Verkaufsmenge. Ja, aber ich fühle irgendwie diesen Theo Hernandez richtig. Ich fühle den irgendwie richtig geil. Richtig krass, meine ich. Ja, auch die besseren Stats hat er jetzt, ja.
Also wenn es mit den Münzen hinhaut, hole ich mir einen Theo Hernandez, das ist ganz klar. Das wird auf jeden Fall eine nice Sache, weil wenn ich ja mir Ederson noch hole, kann ich ihn auch nochmal für Münzen verkaufen. Ja, Freunde, also münzentechnisch wird es auf jeden Fall jetzt schon wieder besser. Ich kenne ja auch im Star Pass, kriege ich ja irgendwann bei Cantona. Gut, Burkhardt ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel wert. Wie viel ist der noch wert? Jonathan Burkhardt? Ja, ist nichts mehr wert. Egal, die Münzen nimmt man trotzdem mit, Freunde, nimmt man hier trotzdem mit. Und Cantona ist immer noch so bei, ja, fast 30 Millionen. Also, ja gut, der hat einfach eine Kackposition. MS ist halt wirklich kacke, aber die würde ich auch nochmal mitnehmen. Und ja, wird auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Sache, wenn ich einen Tschech habe. Boah, dann wird mein Kasten, glaube ich, für immer sauber bleiben. Huch, na Spaß. Das wäre ja zu wild. Genau, Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like. Achso, noch ein wichtiges Video, Freunde. Morgen, besser gesagt, wichtige Info. Morgen öffnen wir hier ein 94-Plus-Pack. Ich bin morgen fertig mit dem Touristenpass. Und morgen ist dann dieses Pack am Start, Freunde. Und ich habe richtig große Erwartungen in dieses Pack, weil das ist 94 plus. Da kann was Krasses rauskommen, was mir vielleicht auch nochmal Coins bringen könnte. Aber, Freunde, dazu morgen näher. Das wird morgen geöffnet. Und da habe ich richtig Bock drauf, Freunde. Da habe ich abnormal Bock drauf, weil, wie gesagt, es kann reinschallern. Es kann wirklich reinschallern. 94 plus ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Das wird wild. Also seid gespannt auf morgen. Dann, genau, macht's gut, Freunde, bis morgen, bis zum Video. Und ja, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.